Hallo aus dem Neptunbad Gardenloft. Ich bin Joy und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir gehen heute in einen Anfängerflow, also das ist für alle hier geeignet. Du brauchst eigentlich nichts außer deine Matte und wenn du hast und magst, einen Block oder auch ein dickes Buch, da kannst du dich auch draufsetzen oder ein Kissen. Schau mal, was du da gerade zur Hand hast. Und dann starten wir im Sitz. Nimm den Block oder das Buch unter deine Sitzbeinhöcker. Und dann finde hier einen kreuzbeinigen Sitz. Vielleicht Ferse vor Schambein oder einfach der Schneidersitz. Und wenn du hier im Sitz angekommen bist, leg die Hände auf den Oberschenkeln auf und schließ die Augen. Dann nimm dir Zeit, um dich mit deinem Bewusstsein im Körper zu verankern. Komm nach und nach auf deiner Matte, in deinem Körper an. Und dann spür, wie du hier sitzt. Spür die Sitzunterlage unter deinen Sitzbeinhöckern. Und dann finde hier gute Erdung über die Sitzbeinhöcker, schieb die nach unten. Und dann wachs über deine Flanken, über den Brustkorb mehr nach oben, lass die Schultern wieder nach unten sinken. Und zu guter Letzt schieb die Kopfkrone nach oben, so als hättest du auch hier so einen Bücherstapel auf deinem Kopf, den du balancieren möchtest. Und spür diesen Sitz stabil, aber trotzdem entspannt. Entspannung, auch heute unser Fokus. Aber nicht möglich ohne ein Mindestmaß an Stabilität. Dann nimm deinen Atem immer mehr wahr. Atme tief durch die Nase ein, füll dich. Und dann durch den Mund tief aus, werd ganz leer. Mach das ein paar Mal mehr, tief durch die Nase ein. Und tief durch den Mund aus. Vielleicht mit so einem Seufzer oder Hauchen, tief ein. Tief aus. Die Muskulatur darf mehr und mehr entspannen. Genauso wie der Geist, die Gedanken. Und dann noch einmal mehr tief durch die Nase ein. Und durch den Mund alles aus. Lass die Lippen aufeinander fallen und atme durch die Nase weiter. Lass die Fingerspitzen neben dir zum Boden sinken. Dann schau nochmal, dass die Schultern nach unten sinken, die Ohren weg von den Schultern ziehen, der Nacken lang wird. Und dann beginn in dieser Länge im Nacken deinen Kopf zu kreisen. Über die Schulter bis zum Brustbein, die andere Schulter und dann ganz sanft den Kopf in den Kopf
In den Nacken. Bleib beim Atmen. Das nächste Mal, wenn dein Kinn am Brustbein ist, wechsel die Richtung der Kreise. Kiefer weich. Und der Nacken wird auch immer weich. Und dann pendel den Kopf zurück in der Mitte ein. Und lass jetzt dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken. Leg die rechte Hand an deiner Schläfe auf. Und dann heb nochmal sanft deinen Brustkorb an, lass die Schultern wieder zurück nach unten ins Gelenk sinken. Und schau mal, dass hier die rechte Hand nicht nach unten drückt, sondern gefühlt den Kopf diagonal nach rechts oben zieht, dass der Nacken hier wirklich Länge finden kann. Und in dieser Länge atme ganz weich, tief ein und aus. Letzter Atemzug. Und dann komm zurück zur Mitte, spür einen Mini-Moment nach. Und lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken. Leg die linke Hand wie eben auf deinem Schädel auf. Schultern rollen nach hinten und unten, Brustkorb hebt. Die Hand zieht den Kopf diagonal nach links oben. Der Nacken wird lang, der Atem fließt in den Nacken. Sehr schön. Und bleib bei deinem Fokus, bei deiner inneren Präsenz. Letzter Atemzug. Heb dich zurück zur Mitte an. Kurz nachspüren. Und dann öffne die Augen, wenn du soweit bist. Und komm in den Vierfußstand. Platziere dich hier so mittig auf der Matte, die Hände weit aufgefächert. Schieben in den Boden, erde dich über die Handflächen, über die Knie, über die Fußrücken. Ja, Einatmung, öffne dein Herz weit vor, zieh die Schultern zurück. In der Ausatmung schieb in die Hände und runde dich. Der Kopf darf hängen, der Nacken lässt los. Einatmen, Herz vor, Schultern zurück, Kinn heben. Ausatmen, runden. Ein paar Mal mehr in deinem Tempo. Atmung und Bewegung aufeinander abstimmen. Und dann finde wieder zurück in deine neutrale Wirbelsäule. Löse in der Einatmung die rechte Hand und dein linkes Knie. Zieh dich auseinander.
Ausatmung, bring Knie und Ellbogen zusammen, mach dich rund. Einatmen, verlänger dich. Schultern, Nacken entspannen. Ausatmen, Knie und Ellbogen zueinander. Einatmen, nochmal verlängern und dann halte hier an. Spür deine Stabilität und gleichzeitig diese Ruhe. Und dann setz wieder die Hand ab, setz das Knie ab. Schieb dein Gesäß auf die Fersen, Stirn zur Erde für die Stellung des Kindes. Atme durch die Nase ein, durch den Mund aus. In der nächsten Einatmung roll dich wieder nach oben in den Vierfußstand zurück. Richte dich ein, schieb wieder alles, was Kontakt zur Erde hat, in die Erde. Und in der Einatmung löst die linke Hand in ein rechtes Knie. Ausatmen, mach dich klein, zieh Knie und Ellbogen zusammen. Einatmen, verlängern. Ausatmen nochmal, Knie und Ellbogen zusammen. Einatmen, verlängern und dann halte hier wieder so einen extra Atemzug. Stabilität und Entspannung. Dann setz die Hand, das Knie ab, Gesäß auf die Fersen für die Stellung des Kindes. Tief durch die Nase ein, tief durch den Mund aus. Und schau mal, dass die Arme hier wirklich lang sind. Die Unterarme lösen von der Erde. Die Hände schieben in den Boden. Und dann setz in der nächsten Einatmung die Zehen unter. In der Ausatmung heb dein Gesäß nach oben an für den herabschauenden Hund. Wander langsam die Füße vor zu den Händen. Gerne beug die Knie, wenn du vorne angekommen bist. Dann schau noch mal, was hier der Nacken macht, die Schultern machen. Lass hier noch mal richtig los, häng dich aus. Und mit deinen gebeugten Knien roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf in den Stand. Der Kopf setzt als letztes auf. Dann setz die Füße hüftschmal auf. Schieb die Füße gut nach unten. Stell dir wieder vor, dass dieser Bücherstapel auf deinem Kopf, den du balancieren möchtest. Der Einatmung hebt die Arme über die Seite neben die Ohren an. Und der Ausatmung verneigt dich tief in eine Vorbeuge zurück. Gerne sind auch hier wieder die Knie gebeugt. Einatmen, setz den rechten Fuß weit zurück, Herz und Blick vor. Der Ausatmen dreht zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, roll dich vor in die Brettposition. Ausatmen, bring die Knie zum Boden. Dann mach hier so einen Entenpopo. Und bring danach Brust und Kinn zur Erde. Leg den Fußspann ab in der Einatmung. Bring dein Becken zum Boden. Heb dein Herz an für die Kobra. Ausatmen, die Stirn sinkt. Einatmen, drück dich über den Vierfußstand. In der Ausatmung zurück in den herabschauenden Hund. Achtung, hier löst dein rechter Fuß in der Einatmung. In der Ausatmung zieh dein Knie vor zum Herzzentrum. Und dann noch weiter vor in Richtung Stirn. Und dann versuch den Fuß zwischen den Händen aufzusetzen. Dann sollte der Fuß nur hier ankommen, dann setz den einfach mit deiner Hand wieder nach vorne. Dann bring dein linkes Knie und den Fuß spann zur Erde. Gib Druck nach unten.
Und in der Einatmung hebt die Arme und den Oberkörper an. Schultern sinken nach unten. Dann atme hier nochmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus, lass die Arme nach unten sinken. Durch die Nase ein, Arme heben. Durch den Mund aus, Arme sinken. Einmal mehr, tief ein, Arme heben. Durch den Mund aus, Arme sinken. Lass alle Anspannung abfallen. Arme heben in der Einatmung. Und jetzt halte hier an. Bring deine rechte Hand wieder an den Schädel und dann lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken. Und öffne den linken Arm zur Seite. Dann genieß hier nochmal die Nackendehnung. Atme da hinein. Spür, wie die Muskulatur sich löst. Letzter Atemzug. Löst das auf. In der Einatmung wieder beide Arme zu den Ohren. Ausatmen, Hände zum Boden. Linker Fuß neben den rechten in die Vorbeuge. Einatmen, hebt dich mit geradem Rücken nach oben an. Ausatmung, bring die Hände vor dein Herz. Richte dich hier nochmal ein in Tadasana, der Berghaltung. Füße nach unten, Kopfkrone hoch. Stabilität, Ruhe. Einatmung, heben die Arme wieder nach oben an. Der Ausatmung, falte nach unten in die Vorbeuge zurück. Einatmen, setz den linken Fuß zurück, Herz und Blick vor. Ausatmen, Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, rollst du dich vor in dein Brett. Ausatmen, Knie zum Boden. Mach den Entenpopo. Und dann bring Brust und Kinn zum Boden. Einatmen für die Kobra. Dein Herz will vor, vor, vor. Genieß das hier so offen zu sein. Ausatmen, senk die Stirn. Einatmen, drück dich hoch in den Vierfußstand. Und dann stülp die Zehen um und schieb dich in der Ausatmung in den Hund zurück. Einatmen, der linke Fuß löst, das Bein hebt sich. Ausatmen, Knie vor zum Herzen. Noch weiter vor, vor, vor. Und versuch den Fuß zwischen den Händen abzusetzen. Bring dein rechtes Knie und den Fuß spann zur Erde. Dann gib Druck über die Füße nach unten. In der Einatmung hebt die Arme nach oben. Schau, dass die Schultern den Nacken hier wieder loslassen. Tief durch die Nase bis in die Fingerspitzen einatmen. Und durch den Mund aus, lass die Fingerspitzen Richtung Erde sinken. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, sinken. Lass die Anspannung los. Noch einmal mehr. Einatmen, heben. Ausatmen, loslassen. Einatmen, jetzt halt die Arme neben den Ohren. Bring die linke Hand an den Schädel, linkes Ohr sinkt zur linken Schulter. Rechter Arm öffnet zur Seite. Das ist die letzte Nackendehnung. Genieß die nochmal maximal. Letzter Atemzug. Dann komm in der Einatmung mit den Armen zurück zur Mitte.
Ausatmen, Hände zum Boden. Rechter Fuß neben den linken in die Vorbeuge. Einatmen, heb dich mit geradem Rücken den ganzen Weg nach oben an in Tadasana zurück. Schließ hier für einen Moment die Augen. Nimm den Atem wahr. Die Ruhe wahr, die um dich herum herrscht, die in dir herrscht. Und schöpf Kraft aus dieser Ruhe. Lass die Finger Richtung Erde sinken. Und dann öffnest du deinen Schritt. Mach den wirklich richtig groß, mattenbreit. Die Zehen zeigen nach außen. Und dass du mit den Füßen wie so ein riesiges V bildest. Und dann setz dich für die Yogi-Hocke tief nach unten. Sitz Beinhöcker Richtung Erde. Hände vor dein Herz. Und ist auch kein Problem, wenn hier die Fersen anheben. Und bleib einfach so angehoben. Dann schließ hier die Augen. Geh nicht in den Widerstand gegen die Hüftöffnung. Schau mal, dass du in Akzeptanz gehst. Das akzeptierst, was jetzt da ist. Ein- und ausatmen. Kiefer, Gedanken, weich. Noch drei Atemzüge. Noch zwei Atemzüge. Und der letzte Atemzug. Dann bring die Hände Richtung Erde, dein Gesäß zur Erde. Stell die Füße vor dir auf und greif die unter die Oberschenkel. Und langsam roll dich in die Rückenlage ab. Die Beine ausgleiten, spür kurz nach. Erlaub den Körper, dass er sich hier neutralisieren darf. Und dann setz die Füße hüftschmal vor dem Gesäß auf. Öffne die Arme. In einem 90-Grad-Winkel, also wie so zwei Flügel rechts und links zu den Seiten. Und dann hüpf mit deinem Gesäß ein Stückchen nach rechts, lass die Knie nach links, den Blick nach rechts sinken. Ganz einfacher Twist. Schau mal, dass du tief in den Bauch atmest. In dir gefestigt. Vollständig mit dem Nervensystem in dem Moment angekommen. Haut entspannt sich. Dann kommen in der Einatmung zurück zur Mitte. Gesäß erst mittig. Und dann hüpf mit dem Gesäß nach links. Lass die Knie nach rechts sinken. Den Blick nach links. Und komm hier an. Körperlich, geistig.
Und stell dir vor, dass du vor deinem geistigen Auge so einen Lautstärkeregler siehst, wo Entspannung draufsteht, und den darfst du jetzt auf Maximum drehen. Maximale Entspannung in jeder Zelle deines Körpers. Genau hier, genau jetzt. Komm wieder zurück zur Mitte. Dann zieh die Knie Richtung Brustkorb heran, greif dir die Knie. Entweder bleib still oder dreh zum Abschluss ein paar Kreise mit den Knien. Über beide Richtungen. Und dann komm in jedem Fall wieder still in der Mitte an. Umarm dich hier liebevoll selbst. Zieh die Nasenspitze hoch in Richtung der Knie. Und mit diesem liebevollen Gefühl mach dich auf dem Weg in ein Mini-Shavasana. Eine Mini-Abschlussentspannung. Lass die Füße, Beine wieder ausgleiten. Leg die Arme und Handrücken in der Erde ab. Schließ die Augen. Und dann übe dich im Gar-Nichts-Tun. Shavasana. Und fang langsam an, die Zehen und Finger zu bewegen, dich wieder aufzuwecken. Und auch gern zu recken, zu strecken. Und wenn du soweit bist, roll über deine Seite nach oben auf. Danke dir, dass du dabei warst. Es war sehr schön. Nimm die Ruhe und Entspannung mit in den Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video angeschaut hast. Und ich freue mich, wenn du noch bei den anderen Videos hier auf dem Kanal vom Neptunbad vorbeischaust.